Ist es purer Leichtsinn oder doch einfach nur ein Moment der Unachtsamkeit mit gravierenden Folgen? Innerhalb einer Woche ist es zum zweiten Mal im Rheinland zu einem schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger gekommen. Am Abend wollte ein um die 70 Jahre alter Obdachloser die Aachener Straße in Köln überqueren. Wie mehrere Zeugen berichteten, ignorierte er dabei sowohl eine rote Fußgängerampel als auch die großen Warnhinweise auf dem Boden und trat auf die Gleise. Dort wurde er von einer herannahenden Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert. Rettungskräfte waren schnell vor Ort und versorgten den Mann. Dennoch erlag er auf dem Weg ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Bereits am Montag war es zu einem ähnlich schweren Unglück in der Nachbarstadt Bonn gekommen. Mit dem Handy am Ohr hatte dort eine 20-jährige Jurastudentin ebenfalls Warnleuchte und Schranke ignoriert, diese umgangen und wurde auf den Gleisen von einer Straßenbahn erfasst. Rettungskräfte konnten die leblose Frau befreien und noch am Unglücksort wiederbeleben. Dennoch schwebt die 20-Jährige auch heute noch in Lebensgefahr.